Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wie ihr seht, ich habe, sagen wir mal, DLCs gekauft. Und zwar das Mazda und das Dodge DLC. Denn hier steht ein Mazda MX-3, dort ein Dodge Charger. Wir werden uns jetzt hauptsächlich um den Mazda MX-3 kümmern. Und den mal auseinandernehmen und dann mal gucken, wie der so, was es da so Schönes gibt. Und wie man den richtig auseinanderbaut, weil so richtig den Anfang habe ich hier noch nicht gefunden. Zumindest sehe ich nichts, was ich noch von hier oben machen könnte. Fürs Erste. Gut, die Batterie haben wir ausgebaut. Die nehmen wir natürlich dann gleich dahin. Und dann geht das schöne Auto hier mal nach oben. Oh, schön. Naja, gut, das ist ein Mazda. Ja. Mehr sage ich jetzt erstmal nicht dazu. Nein, also ich finde, fand jetzt die Mazda-Wagen alle nicht so optisch so ansprechend. Was ich interessant war, ist, dass es wirklich einer der wenigen Autohersteller ist. Oder ich glaube auch bloß der einzige Autohersteller, der in Serie einen Kreiskohlmotor verwendet. Oder auch Wankelmotor genannt. Der natürlich ein etwas anderes Prinzip hat als der normale Hubmotor. Aber wo halt die Kraftumformung nicht in dem Maße stattfinden muss über die Kurbelwelle wie bei dem Hubmotor, wo ja eine quasi geradlinige Bewegung, eine kreisförmige Bewegung umgeändert werden muss. Da wir hier quasi der Kolben im Kreise das alles schon einmal dreht, braucht das hier nicht mehr stattfinden. Und man hat sich dadurch natürlich na, vielleicht auch ein bisschen mehr Effizienz gewünscht. Ja, ob das geklappt hat, weiß ich nicht. Wir werden nochmal gleich gucken, was das alles so in dem Teilladen jetzt durcheinander gebracht hat, ob man da noch die altbekannten Positionen der letzten 100 und ich glaube 13 Folgen, die wir gespielt haben, durcheinander wirbelt. Oder ob wir uns da noch zurechtfinden. Oder vielleicht gibt es einen eigenen Mazda-Shop. Das kann es natürlich auch sein. Dass man dann einmal sagt, okay, Mazda-Shop, hier einmal alles bitte und dann machen wir neu. Aber von den Verlängern sind der klassische dran, also welche, die es auch so gibt. Bremssattel sieht auch noch so aus. Wie original und die Bremsbelege, die immer noch Klötze heißen. Na gut. Noch schlimmer ist Bremssteine. Weil dann könnte man auch gleich der Meinung sein, man hat einen Sack Steine im Auto, die schmeißt man nach und nach raus und dadurch bremst man. Na ja. Quatsch, ne? Aber es ist halt so. Manche, die denken da wirklich so weit. So. Dann nehmen wir hier mal die Achse noch komplett auseinander. Achso. Oh, haben wir den Stubby vergessen. Den Staubelisort haben wir vergessen. Das dürfen wir natürlich nicht. So, dann das hier nochmal schnell aus der Luft geschraubt. Das Teil rausgenommen, das Teil rausgenommen. Und dann fangen wir nochmal an hier. Das wo ist die Antriebswelle? Da. Dann nehmen wir die auch auseinander. Die Hinterachse, die sieht ja doch recht einfach aus. Und Blattfedern sogar noch. Naja gut, das Modell ist nicht das jüngste, ne? Schaltgetriebe rot. Ah. Also Rotationsmotor. Heißt das dann? So, dann nehme ich mir die Kupplung auseinander. So. Sieht auch schon mal ganz schicki aus. Scheibe runter, Schwungrad runter. So, und jetzt geht's los. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir jetzt hier weiter abbauen können. Zugang nur durch Motorkamera, Kurbelwelle. Hm. Jo. Gut, dann haben wir das jetzt erstmal so weit. Dann machen wir ja noch auf jeden Fall die Hinterachse. Müssen wir von oben gucken, was wir da abbauen müssen noch. Und dann. Da wird sich schon was ergeben. So. Ah. Bremsbacken, Radbremszylinder, Steckachse. Ja, damit. Narbe 4 und dann hier das B-Achsschenkelgehäuse. Das ist übrigens was, was ich neulich in der. In den Patch Notes gelesen habe, wo ich dann so ein bisschen mich drüber amüsiert habe, dass sie wirklich hingeschrieben haben, nun passen die Gummimuffeln auch bei den Blattfedern. Irgendwie so war der Satz. Das scheinen sie dann wohl öfter gehört zu haben und da waren sie ein bisschen genervt wahrscheinlich von, dass man das jedes Mal wieder sagte, dass da die Gummimuffeln nicht so ganz in das Auge der Blattfeder passen. Und ja, das nimmt man so, das ist ein Auge. Na gut, aber jetzt haben sie es gemacht. Sie müssen es sich nicht mehr anhören. Und
Es ist ja schön. So. Ich weiß noch nicht, wie man den Kreiskolbenmotor auseinanderbaut, weil das habe ich jetzt wirklich, das tue ich jetzt wirklich das erste Mal hier live on air. Es wird ja spannend, wie er sich da anstellt. Und was er da wieder alles im Blödsinn macht. Runter damit. Bleibt viel ab. Achso. Genau. Gummi von da aus. Und bitte hier da drüben die kleine Gummilagerbuchse auch noch ausschrauben. Dann die Blattfeder weg. Antriebswerte. So. Sieht schon mal ganz gut aus hier. Ganz geckig, der Kleine. Der hat auch ein schönes Feuerrot. Also der hat schon so ein ganz kerniges Aussehen. So, gucken wir mal, was kriegen wir denn jetzt hier abgeschraubt? Kriegen wir nicht abgeschraubt. Das kriegen wir auch abgeschraubt. Hintere Gehäusewand kriegen wir abgeschraubt. Da fehlt noch was. Den Rotor rausnehmen. Dann können wir das Rotor Gehäuse rausnehmen. Oh. Okay. Ja, das erklärt sich jetzt nicht ganz, warum man das jetzt nicht einfach da rausziehen kann, aber machen wir einfach mal. So. Okay, und dann das nächste Teil. Wieder von oben. Gut. Dann haben wir alles. So, dann bauen wir jetzt die ganzen Karosserieteile noch ab hier. Die es nicht mehr braucht. Aber das kommt ja alles schön neu noch. Da haben wir noch eine Tür drin, die brauchen wir nicht mehr. Da ist noch ein Fenster drin, das brauchen wir auch nicht mehr. Ne, ist kein Fenster drin hier? Ne, ist keins drin. Und hier haben wir noch einen Kotflügel. Der war in grün. Ah, das passt ja. Grün und rot, rot und grün. So, dann machen wir das Schweißgerät ganz kurz mal an Hebebühne 3. Und dann wollen wir hier mal ganz kurz. Ja. Bitte gern. MX, habe ich MX3 gesagt? Natürlich RX3. Entschuldigung. Weiß ich gar nicht, was ich am Anfang gesagt habe, ob ich MX oder RX gesagt habe. So, dann wollen wir die Räder noch gleich auseinandernehmen. Und das mit den Stoßdämpfern. Disassemble dieses hier, ja. Dann machen wir hier das bitte, ja. Dann machen wir hier Gepäer, dann bauen wir auseinander das, ja. Dann machen wir ganz kurz T, dann machen wir nämlich schnell mal. Vor der. Vordere Feder. Zweimal vordere Stoßdämpfer, zweimal vordere Stromlager. Zweimal. Kommen wir nämlich auch noch gleich. So, nehmen wir den erstmal runter wieder hier. Den nächsten drauf, ja. Den hier weg. Kann man nicht mehr, genau. Und dann neu zusammenbauen, bitte. Hä? Habe ich kein vorderes Stromlager gekauft? Doch, habe ich doch gekauft. Ah, ich hab nur wieder nicht richtig geklickt. Ich Bösewicht. Ja, bitte demontieren. Rausnehmen. Montieren. Ja. Rausnehmen. Demontieren. Das letzte Rad auch noch. Und mal gucken, wie viele Felgen wir davon repariert kriegen. Werden nicht allzu viele sein. Und dann. So. Reparieren. Rotor Gehäuse kriegen wir. Gut, da haben wir ja einiges repariert gekriegt, finde ich ganz gut schon mal. Und hier haben wir das auch schon alles, hier, das haben wir alles fertig. Gut, dann würde ich sagen, dann setzen wir mal wieder ein. Und zwar setzen wir ein, das rote Mittelgehäuse, was wir repariert gekriegt haben. Da kommen wir noch von unten dran. Dann haben wir hier einen Bremskraftverstärker, den wir nicht repariert gekriegt. Oh Gott. Gucken wir mal, wir bremsen. So, wir brauchen auf jeden Fall zwei belüftete Bremsscheiben vorne. Bremssattel weiß ich nicht, wie ich repariert gekriegt habe. Dafür brauchen wir mindestens zwei. Und dann brauchen wir hier den Bremskraftverstärker. So. Sehr übersichtlich hier vorne, ne? Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich ein paar Mal runterfahren. So.
Polwelle, die ging sogar. Sehr schön. Ach, das geht ja bloß durch die Motorkammer, okay. Ja. So, Zahnstange, repariert bekommen. Gut, dann machen wir mal ein bisschen Vorderachse. Aufhängung. Wir brauchen. Ja, was brauchen wir denn? Gummi brauchen wir. Gummilagerbuchsen. Und zwar brauchen wir kleine, brauchen wir 4 Stück. Na, 4 Stück. Und große brauchen wir 8 Stück. So. Dann brauchen wir Stabilisator. Da war der vordere Stabilisator, das Maß der Dinge und Koppelstange A. Und dann brauchen wir noch Sprungstangenkopf. Zweimal und Sprungstange. Zweimal. Haben wir auch. Sehr gut. Dann kann hier ja ein bisschen was gehen. So, oh, da müssen wir einen neuen kaufen, okay. So, das ist mal festgedübelt hier. Dann haben wir noch den unteren Querlenker. Dann haben wir alles, sehr gut. Dann haben wir den Sprungstand im Kopf. Und dann haben wir hier den Sobisoto Koppelstammel. Oh. Oh. Da. Der Gelenkschutzvorder, also den müssen wir neu kaufen. Da bleibt uns nichts mehr über. Gelenkschutzvorderachse, die müssen wir neu kaufen, komplett zweimal. Dann brauchen wir noch den vorderes Axtdingsbums A. Einmal und dann können wir weitermachen erstmal. So, vordere. Oh, da müssen wir auch kaufen. Vordere Radner müssen wir auch kaufen. Zweimal und dann brauchen wir auch. Hat der für einen Antrieb gehabt? Hat der Heckantrieb gehabt? Nee. Auf jeden Fall brauchen wir Radlager zweimal. Der Rest, den weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Ob hier Radlagerkappen davor waren oder ob hier gelenkt dann reinging. Nö, brauchen wir die Abdeckung. Okay. Und hat er wohl Hinterrad. Ja, stimmt, der hat den Antrieb noch in hier. Jetzt, wo du es sagst, ne? Da fällt es dir auch wieder ein. So, Bremsklötze dran. Ach, Klötze, sagt der schon selber. Beläge. So, da sind wir dann schon mal so weit. Dann Gummilagerbuchse. 1. 2. 3. Bruststange. Achsschenkel. Bruststangenkopf. Ultraquerlenker. So. Angeschraubt. Und dann bauen wir hier noch die Gummilagerbuchse. Fertig. Gelenkschutz, Radnabe. Bremsscheibe, Bremsbeleg. Ich glaube, einen Bremssattel müssen wir jetzt kaufen, oder? Ja. Da müssen wir einen kaufen. Einen Bremssattel bitte, danke. Rennert gutes Stück. So, Großdämpfer. Auch dran. Sportnormlager und die dazugehörige Abdeckung auch dran. Hier noch eine Koppelstange, ne? Genau. Gut, was brauchen wir? Wir brauchen einen Mittelschalldämpfer und den Endschalldämpfer, alles klar. Das kriegen wir hin aus Puff. Endschalldämpfer, diesen hier und einen Mittelschalldämpfer, einen standardmäßigen. Ist hier was dazugekommen, glaube ich. Aber gut, wir haben ja auch 2 DLCs jetzt dazu. Da dürfte ja dann. Ist ja berechtigt, dass da ein bisschen mehr dazugekommen ist. So, Blattfeder, das hat nicht geklappt.
Aufhängung, Hinterradantrieb, Blattfeder. Aufhängung? Da noch irgendwas. Da war noch irgendwas aktiv. Blattfedern. Genau, das brauchen wir. Dann gucken wir, Blattfedern haben wir. Repariert die kriegt eine. Schusshilfe Typ B. Vielleicht mal so eine Blattfeder mitkaufen, ne? So, hinterer Stoßdämpfer Typ B. Zweimal. Dankeschön. So, das hätten wir. Das hätten wir. Was wieder Platte, okay. Und U-Bolzen. Ah, da müssen wir einen nachgucken, okay. Machen wir auch gleich. Ja gut. Achsschenkel haben wir auch einen repariert gekriegt, müssen wir auch einen nachkaufen. Narbe 4 müssen wir auch einen nachkaufen. Deckachse haben wir beide hingekriegt, sehr gut. So, jetzt geht's los hier. Radkrummzylinder. Einmal. Bremsbacken auch einmal. Und Bremstrommel muss go, ne? Ja. Gut, dann gehen wir jetzt bremsen. Eine Trommel. Noch eine Trommel. Ein Backen, ein Radbremszylinder. Narbe 4 einmal. Ja. Treibstofftank. Und Pumpe. Ja. Dann. Achso, den Blattfederbolz hätte ich gleich noch nachkaufen können. Das habe ich schon nicht getan. Na gut. Wird mir auf der anderen Seite garantiert wieder auffallen, dass ich den noch brauche. So, Blattfederplatte. Kaufen wir gleich. Komm ich gleich wieder runter. So. Wo hätten wir ihn? Und den nächsten. Sehr schön. Gummilager. Stoßdämpfer. Haben wir noch. Genau. Und den auf der Seite auch. So. Gut, Achsschenkelgehäuse Typ B. Habe ich das noch? Ah, aber in nicht reparierter Form, alles klar. Ach, da war ja was. So. So, Narbe 4. Deckachse. Wie geht? So, dann den Radbremszylinder. Bremsbacken, Bremstrommel. Ja, und dann könnte man schon wieder die Puschen draufziehen, ne? So. Dann muss ich jetzt den ganzen Motor hier vorne noch zusammenbauen und ähnliches. Das sehen wir aber in der nächsten Folge. Huch, ist auch ein bisschen länger geworden hier, 18 Minuten. Das sehen wir dann in der nächsten Folge von Car Mechanic Simulator. Das war eine Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen.